Unleash the Beast. Was geht ab, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Company of the Heroes. Wir zocken jetzt nochmal zusammen mit dem Zimi eine Runde gegen Bots. Wir haben jetzt noch nicht wirklich viel Spielerfahrung, würde ich sagen. Eigentlich noch gar nicht, ne? Eigentlich noch gar nicht. Also ich habe jetzt gerade aktuell 2 Runden gespielt. Also ist dann nochmal alles ein bisschen clunky. Wir können noch nicht wirklich, oder ich kann noch nicht wirklich viel zu dem Game erzählen. Achso, das ist das. Oh, Bitzensperrfeuer. Sherman Panzer, Elite Fahrzeugtruppen. Angriffspionier. Ich glaube, ich mach mal den Angriffspionier, ne? Ja, ich hab mal den Angriffspionier. So, okay. Okay, wir bauen erstmal hier so ein paar Schützen, würde ich sagen. Ne, wir bauen einmal einen Etappentrupp, einmal Schützen und einen Mörsertrupp. Damit können wir halt so verbleiben, dass wir mit diesem Etappentrupp, die können an gewissen Bunkern oder hier an diesen Stützpunkten, an den runden Pfeilen, die wir hier auf der Minimap sehen, können wir Kampfstellungen und später auch Munition und Treibstofflager bauen. Das ist schon mal ganz nice. Machen wir das mal so dahin. So, haben wir da schon mal einen Dings gebaut. Der Typ, der läuft wirklich schon vor, ne? So, jetzt haben wir hier den zweiten Trupp. Den schicken wir jetzt mal da nicht hin. Alter, wie weit der Typ schon vorgeht, ne? Ich schick den mal zum Unterstützen zu dem Links. Warte mal, ist der Gelbe? Bist du der Gelbe? Gelb ist Mate. Ich bin links von dir und der rechts von dir ist unser Ich sehe dich gar nicht auf Karte, ne? Links unten. Und ganz links. Aber dann bist du auch gelb. Ja, ich bin gelb. Achso, und du gehst schon so weit vor, ne? Jo. Du gehst rechts rum, ne? Links rum. Ja, meine ich ja, links. Ich habe jetzt mal zu dem links, zu dem Punkt, zu dem Munitionslager welche geschickt. Zum Unterstützen. Oder sollen wir das so machen, einer geht links, einer geht rechts? Der Mate von uns geht schon rechts, ne? Wir sind zu dritt. Nicht zu zweit. Oder ich gehe durch die Mitte. Du musst Mitte versuchen, so. Okay, pass auf, dann gehe ich Mitte. Also links ist einfach am schwierigsten wahrscheinlich zum Halten, gleich. Meinst du? Jo, das ist der nächste Weg, wie die aus der Base kommen. Aber du wirst angegriffen, ne? Okay, dann bauen wir uns jetzt erstmal hier nochmal ein bisschen was auf. Warte, da haben wir jetzt die Kampfstellung, aber die packe ich da nicht rein. Ich lass die auch dahin gehen. Denn, ich denke mal, der wird erstmal uninteressant. Ich meine, die Kampfstellung, wenn wir sie schon mal da haben, ist ganz gut. Weil, wenn dann wirklich was passiert, können wir direkt sagen, von wegen, ey, Abmarsch dahin. In die Kampfstellung rein, dann sind wir da ein bisschen safe. Hier habe ich meinen Mörsertrupp. Da kommen die anderen Juckels. Hier ist richtig Krieg. So, da bauen wir jetzt dann auch mal erstmal was hin. Wir brauchen mal mehr Treibstoff, ne? Jo. Dann bauen wir hier mal ein Treibstofflager. Da ist nochmal ein Kanonier. So, hier haben wir nochmal einen Gewehrtrupp. Sorgen, die Linie. Ah, die sind schon hinter uns. Fuck. Oh lol, ich hab einen kleinen Leck gehabt. So, die bauen jetzt hier erstmal Panzersperren. Ich mache hier mal erstmal eben die ganze City zu. So, hier haben wir einen Gewehrtrupp, die eskortieren. Da ist nochmal ein Gewehrtrupp. Die haben das schon mal fertig. Treibstofflager. Dann können die. Das Geile oder das Dumme, was ich finde, ist, dass wir halt unsere Wege dann für den Dings auch zumachen, ne? Für Fahrzeuge, ne? Ja. Also wenn ich jetzt hier wirklich alles zubaue. Jo, nee, der kommt nicht davon, oder? So nicht. Dem renne ich jetzt hinterher. So, und pro Punkt kann man halt immer nur ein Dings bauen, ne? Jo. Okay, pass auf, dann bauen wir jetzt hier. Was ist da? Erstmal gar nichts, würde ich sagen. Also, am wichtigsten ist einfach, dass ich hier links oben halte. Dann ist alles safe. Okay, pass auf, wir gehen, glaube ich, ne, wir gehen noch nicht in den nächsten. Ich baue erstmal nochmal. So, da haben wir nochmal.
Ich habe so ein kleines Problem links. Wir nehmen gerade alles ein. Wir bauen mal einen Hauptmann. Captain könnte ich noch bauen. Aber ist es empfehlenswert, mehrere Captains und sowas zu haben? Einer. Eigentlich nur einer, ne? Warte mal, ich habe hier unten jetzt noch zwei Truppen. MG-Trupps. Damit gehe ich jetzt mal links zu dem ersten Punkt. Boah, die kriegen jetzt so auf die Mütze hier. Das sind drei Mann und ich komme da mit 10, 15 Leuten an. Okay, die haben wir. So, dann gehen wir mal hier rum. Nice, nice. Captain-Fahrzeug ist RIP. Ah, da hinten steht ein Bodenkoffer. Das haben sie gut. Oh, wie schnell kriege ich die down? Gar nicht, ne? Ich glaube, das ist Selbstmord. Oder? Ne, doch nicht. Krieg ich den? Okay, den Bunker habe ich zerstört. Ach, da ist noch ein Bunker, okay. Streufeuer, bam. Okay, ich glaube, ich muss noch, auf jeden Fall schon mal direkt neue Truppen bauen. Die Schützen. Ich glaube, die Schützen sind am besten, ne? Diese MG-Einheiten finde ich eigentlich relativ kacke, ne? Aber ich finde meinen Colonel gerade hier. Ein General und Colonel. Da ist mein Lieutenant. Wo ist der? Da ist er. Ey, die Ochsen sollten da hinlaufen. Was sind die Schützen? Etappen, Schütze. Achso, der wird noch gebaut, der einen. Ich bunkere mich jetzt hier oben links ein. Das Wichtigste müssen wir annehmen. Wo ist mein Mörsertrupp? Ach, das ist mein Mörsertrupp. Alles klar, das war mein Mörsertrupp. Ich verliere ja manchmal so ein bisschen die Übersicht. Aber man kann auch nicht weiter rausbauen, ne? Also rausgucken, ne? Nö. Das ist wirklich gerade das Maximum. Finde ich noch ein bisschen schade, weil... Ja, ne? Ich finde den Überblick von allem. Ja, Mann. Ich habe, glaube ich, irgendwie so ein bisschen die Dings verkackt. Okay, bis dahin komme ich mit der Nate. Dann wirf mal. Da liegen ein paar. Okay. Bau erstmal... Was ist das? Ein Krankenwagen. Angriffspioniere sind angekommen und einsatzbereit. Bauen wir ein Halbkettenfahrzeug. Jo, der hat gegönnt, Alter. Mach einen Rückzug, direkten Rückzug. Hä? Hast du den gegeben? Ey, die nehmen ja unseren Punkt ein, ne? Mitte? Jo, Mitte wird eingenommen. Ich bin bei mir immer noch stark umkämpft. Ne, ich meine hier den Stern rechts oben. Links oben haben sie schon eingenommen, das nervt mich gerade ein bisschen. Ich verliere meine Truppen total schnell aus den Augen. Aber ich sag mal so, wenn man ein bisschen öfter gespielt hat, dann kommt dann irgendwie schon. Ja, Mann. Warte mal, wobei hier ist ein neutraler Punkt, ne? Dann haben wir sehen erst wieder. Ah ne, der ist rot, aber egal, den holen wir trotzdem mit. Gibt das da errichten? Dann bin ich hier eingebunden. Weiß nicht, ob wir wirklich schon so krass engagen sollten. Oh, da ist ein... Warum haben die Flammenwerfer, Alter? Das sind die MG-Trupps. Oh, die kriegen sie aber... Sind das unten links deine Truppen, die da stehen? Ja. Ja, die kannst du da locker wegrufen. Ja, damit wollte ich gerade so ein bisschen weiter links
müssen links mal einen Stern einnehmen. Jetzt kommen wir nicht weiter. Ja, genau. Aber den nehme ich gerade von hinten ein. Nice, okay. Nice, gibt ihn, gibt ihm. Nice. Jungs, alles. Wir sind bereit zur Abfahrt! Der Mercer wurde gerade ausgeschaltet, ne? Lol. Das ist nicht gut. Okay, den Punkt haben wir. Oh, wir müssen die Burg oben einnehmen, unbedingt. Nehmen uns richtig unter Beschuss. Die Burg? Ja, aber das Ding ist. Oh fuck, da ist ein Panzer. Jo, hab ich gerade gesehen. Oder Halbkettenfahrzeug oder keine Ahnung. Geh mal rechts rum. Ja, da kommst du, aber da kommst du wirklich nur über diese eine kleine Spalte, Alter, dadurch, ne? Nach rechts oben. Also zur Burg hin. Oder halt komplett durch die Mitte. Mein Fahrzeug. Da. Ah, die sind da unten. Lol. Jetzt habe ich die gesehen. Ich weiß jetzt, wo der Mörser steht. Vor allem mit Fahrzeugen kommst du da gar nicht oben hin, ne? Oh, mach die Mörser weg, mach die Mörser weg. Also die Burg hole ich mir jetzt gerade. Jo, meine Dudes rennen ein Dings hinterher. Oh shit. Das ist ein mistiger Panzer, Alter. wo ist meine Base da? Muss auf jeden Fall ein paar mehr Schützen machen. Holy zwei shit. Panzer, Alter. What the fuck? Wollen wir rein, Kettenfahrzeug. Oh fuck, mein Kettenfahrzeug ist RIP. Ey, da hinten ist ein Trupp schon. Jo, dann nimm gerade alles von hinten ein, die Bosse. Und hier ist auch noch ein Trupp. Fragmentgranaten sind verfügbar. Feuer. Da haben Trupps. Nee, die kommen in die Nähe, scheiße. Noch mal ein Mörser. Das Ding ist, ich kann gegen die Panzer nicht wirklich was machen, ne? Also ich habe den Punkt hier oben zwar jetzt eingenommen, an der Burg. Gehen wir zu dem nächsten. Ah, die Panzer, Alter, wir brauchen irgendwas, um die Panzer aufzuhalten. Sprich, entweder selber Panzer oder. Ja, gegen Panzer kann ich gerade auch nichts machen. Vielseitiger Panzer, hoch explosive Panzer durchdringende Wasserfeuer wirksam gegen die meisten Ziele. Schwere Panzer, das sind schwere Panzer, ne? Effektiv gegen Panzer, schwach gegen Panzer, Abwehrwaffen. Okay, also ich habe eigentlich nur Panzer, die schwach gegen Panzer sind. Aber das sind ja schon richtige Panzer, oder? Schwach ja. Gegen Panzer, Fahrzeugabwehr. Also ich habe wirklich nur schwache Sachen gegen Panzer. Oh, ich sehe es gerade, die Panzer kommen alle zu mir, ne? Holy shit, das wird witzig. Oh, hier gleich den S-Panzer, den mittleren Panzer, den Sherman. So, ich habe nochmal ein Dings. Guck mal, dass ich hier hinten den Panzer wegkriege. Werf mal mit Fragmentgranaten auf so einen Panzer. Bringt das was? Oh, der Flammenwerfer. Oh. Weg. Bitte rippen wir. Oh, no. Fuck, hier war auch wieder so ein leichter Panzer. Haha, die. Die hauen uns jetzt gerade komplett. Komm mal, ne? Ah, shit, hier. Mal doch, ey. Was ist denn da los, Alter? Da stehen drei Leute, die den Punkt einnehmen. Da hinten an der Burg, Alter, und ich stehe da mit 10, 15 Leuten. Nice. Schön, dass sie hat. Ja.
Okay, die Burg oben habe ich verteidigt. Das ist in Mitte den Sternen. Müssen wir gleich wieder einnehmen. Wo wollte ich bauen? Den Sherman wollte ich bauen, ne? Einfach Dauerfeuer. Ja, man, den Sherman. Dauerfeuer da drauf. Verstehe ich wieder nicht, warum kann ich den nicht bauen? Eigentlich habe ich alles. Benötigt Major. Ein Sand. Ach so. Ärgerlich. Oh, Panzer kommt. Oh, ein Panzer kommt. So. Habe ich jetzt noch irgendwo Einheiten? Ja, da habe ich Einheiten. Die gehen jetzt weiter nach rechts. Hier habe ich auch noch Einheiten. Ja, die gehen jetzt mal da engagen. Let's go. Ja, aber abgesehen, Leute, will ich hoffen, ihr habt Bock auf dieses Projekt. Und so ein paar, oder wollt ein paar mehr Runden sehen, wie wir dann auch mal vielleicht gegen echte Spieler spielen. Sobald wir dann natürlich ein bisschen mehr raus haben, das sind ja jetzt so, sag ich mal, die Kinderfüße oder die Kinderschuhe, ne? Wir müssen ja selber erstmal gucken, genau wie das hier funktioniert. Und stecken da noch nicht ganz in der Thematik drin. Warte mal, ich kann doch bestimmt. Ah ne, da haben die jetzt Panzer. Die bauen ja alles zu, die Idioten. Also mein Mate hier. Müsste dahin laufen. Ja, wir haben. Eigentlich gewinnen wir gerade, ne? Ja. Also wir haben hübsch alles eingenommen. Ja, ja, das schon. So, Major ist am Start jetzt. Ist du. Warte mal. Wo ist er? Da. So, jetzt habe ich mal einen Panzer gebaut und da bauen wir nochmal so eine Hauptze. Deinen Truppen gerade in den Arsch gerettet, ne? Welchen? In der Mitte. Das ist der Punkt bei mir, der Stern. Bin in der Mitte? Ja. Nice, du bist down. Na, hier hinten ist ein Panzer. Da, zack, da ist ein Baum. Könnte die eigentlich auch. Also, die Map, die finde ich aber auch übel kompliziert, oder? Was? Ja, es gibt tausende Maps. Ich wusste jetzt nicht direkt, welche ich nehmen soll. Ja, ja, aber ich meine, ich finde die jetzt, sag ich mal, an sich kompliziert wegen dem. Du kommst ja nicht überall komplett durch die Mitte einfach durch, weißt du? Weil die ja über. Also, durch die höheren Ebenen. Müsste eigentlich einen Mörsertrupp hier haben. Ich mach denen gerade unten alles zu, dass sie nicht mehr zu mir können. Panzerunterstützung ist hier. Sherman bereit. Okay, mein Sherman ist am Start. Und nochmal ein paar Schützen. Ist er hier? Achso, das sind welche von dir. Oh, nice, Alter. Der Mörser hat gesessen. Jawohl, der Panzer kommt erstmal und fährt mir erstmal mal eine halbe Dings in den Arsch, Alter. What the fuck, Alter? Der reißt ja an meiner Base alles nieder. Der Typ. So, mit dem Panzer fahre ich jetzt mal nach dahin. Oh, fuck. Naja. Jagdpanzer hätte ich. Also, wenn du irgendwo Panzer unterstützen brauchst. Feindliche Streitkräfte haben 300 Punkte. 75 mm Geschützträger bereit. Ah, ich habe jetzt auch einen Panzer. Ich werde von hinten angegriffen. Oh, fuck. Das ist negativ. Gar nicht gut. Was ist das, Rauch? Nebelkampfstoff, scheiße. Das ist ja Quatsch. Jetzt sehe ich den ja selber nicht, ich bin so doof, ne? So, welcher Panzer gewinnt jetzt? Meiner oder seiner? Ja, ich hab den gesmoked. Oh, fuck, die sind zu zweit, Alter. Komm on, Dude. Hau ab hier. Läuft ein bisschen mit Querschlagfeuer. Okay, warte mal, ich hab da noch einen zweiten. Aber das ist jetzt wieder nur so eine Panzerhaubitze. Offene Geschützturm. Mein Panzer kommt. Alles safe. Panzerabwehr, also können wir da hingehen, oder was?
Oh, jetzt, Alter, jetzt ist ein, das ist ein Panzer heftig. Das ist ein Panzer. Welcher ist das? M6. Jetzt. M36. Bam, Alter. Halb Leben weg. Ich brauche ein Jahr zum Nachladen. Butz. Ajo. Alter, der Sherman von mir, der ist richtig gegeben. Wo will der Kleine denn hin? Guck mal, warum ist der so eng jetzt, Sherman? Warte, nein. Na, jetzt kommt der Kleine, das ist wieder der andere Panzer. Den Panzer, den der hat, den will ich haben. Der ist nicht stark, den will ich, Alter. Und mein anderer Panzer, der ist total verwirrt, Alter. Mein Panzer gönnt ihm richtig. Gar keine Chance hat der. Zwei Panzer gegen meine. So. Und da vorne fährt schon wieder ein Panzer rum, ne? Ja, ich muss gucken, dass ich jetzt mal reparieren kann. Wo sind meine Truppen hier? Also, da. Warum wird der Punkt jetzt schon wieder eingenommen? Weil ich mich jetzt auf die Panzer konzentriert habe. Nein, ich meine, da sind doch meine Truppen direkt, weißt du? Der Kanonenträger wurde angegriffen. Der Panzer pennt voll, Alter. Oh ne, das ist Infanterie. Das ist das Einzige, was er nicht stark ist gegen Infanterie. Okay. Ein Schuss, alle dauern. Die haben den einen Stern hier eingenommen, ne? Jo. Nächster Panzer kommt. Sieht aus, als ging es gleich runter. Ja, ich gehe jetzt mal hin hier zu dem Punkt. Guck mal, kaum bin ich hier weggelaufen. Ach, steht da direkt ein Panzer drin. Fuck, Alter. Jetzt habe ich direkt hier oben die Dings wieder verloren. Die Burg. Oh jo, ich sehe es. Warte, da kann ich glaube ich drauf mehr sein. Oh Leute, ich komme mal nicht hin, oder was? Safe, ja. Ah doch, jetzt, der Panzer stand im Weg. Boah, die KI ist voll dumm, Alter. Der Panzer steht im Weg und die anderen kommen nicht mehr durch, weißt du? Wie dumm. Okay, aber die Burg ist jetzt halt komplett weg. Da, wann mal habe ich hier noch ein Dings? Ne, ich brauche nochmal neue Etappendinger. Um da mal ein bisschen Ordnung zu bauen. Ne, warte, den nicht. Ich mach meinen Panzer noch hier hinten und das da, weil da habe ich viel zu. Dann sollten wir vielleicht gucken, ob wir mal ein paar Haubitzen oder sowas bauen. Um die Punkte länger langfristig zu safen. Warte, ich habe einen mittleren Panzer verloren. Mein Panzer ist RIP. Guck mal, da rennen sie die Maden. Knallten ab. Okay. So, ich gehe wieder hoch die Burg. Ja. Holen. Oh, der trifft mich aber von hier nicht. Geht da weg, geht da weg, geht da weg. Aber jetzt sind wir wieder ein Jagdpanzer. So, ich mache jetzt auf jeden Fall noch mal ein paar Schützen, Alter. Oh, links haben wir gleich wieder verloren. Oh, ich schicke einen Panzer hin. Da steht ein Panzer vor uns dabei, ne? Ja, den fange ich jetzt ab. Wo war der? Da ist der Panzer. Wo kommt er hin? Na, irgendwo. Hier vorne ist er. Der fährt zu dem mittleren Punkt. Oh yeah, Strategie ist auf jeden Fall lang. Lang die Aufnahme. Gucken wir, inwiefern ich das ein bisschen cutten kann. So, das Munitionslager oben habe ich. Jetzt gehe ich hier oben zu der. Achso, der Panzer schießt von da unten auf meine. Auf meine Truppen hier oben. Der Pisser.
Oh, Feuer. Halt ihn ab. Rennen die ganze Zeit wieder raus. So, den Punkt habe ich. So, habe ich jetzt hier so ein Etappending? Nein, noch nicht. Wir haben einen mittleren Panzer verloren. Wir brauchen wir eher. Da ist ein Panzer. Wir brauchen Arbeitskraft. Ansonsten Munition, Treibstoff brauchen wir, ne? Jo, oh, ich sehe, Alter, das ist der beste Panzer im Spiel, den die haben. Darf nur Territoriumspunkte gebaut werden. Hä? Ich habe da hier einen Territoriumspunkt. Wo ist der Panzer hin bei dem? Warum kann ich denn hier kein Treibstofflager bauen? Ach so, weil da bestimmt ein Treibstofflager ist. Oh shit. Nee, das überlebt mein Panzer nicht. Jo. Zwei Schuss. Wo ist mein Panzer? Mein Panzer ist auch schon wieder RIP. Scheiße. Ach du Kacke, Alter. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh, nochmal so ein Mörsertrupp, denke ich. Also mit den Panzern ist, glaube ich, gerade nicht gut. Nicht gut zu gewinnen. So, jetzt bräuchte ich einmal so einen MG-Trupp hier unten. Welcher ist der MG-Trupp? Habe ich keinen mehr. Hier sind zwei so fucking Panzer, Alter. Der eine ist halt übel stark bei denen. Aber den einen Panzer habe ich jetzt gleich mit dem Luftschlag, aber den einen Panzer habe ich durch den Luftschlag zerstört. Bauen wir nochmal ein paar. Geht da besser jetzt gerade mal nicht hin. Wohin? Ja, da wo du gerade einen Panzer zerstört hast, da ist gerade noch ein zweiter Luftschlag von mir. Nein, ich habe meine Truppen ein bisschen weiter, zwei Häuserreihen weiter weggeschickt. Ja, ich habe mir wieder einen Panzer gekauft. Alter, da sind immer noch zwei Panzer, Mann. So, ich baue jetzt hier auch noch mal eben. Oh shit, ja, das kann hier nichts hinbauen. Ach so, doch, warte mal, jetzt habe ich dir das eingenommen. Ich baue hier noch mal einen Treibstoff. Nein, doch nicht, geht nicht. Nice, er bleibt stehen. Mitten schön auf dem Luftschlag. So musst du stehen bleiben. Nice, du hast verstanden. Also. Jo. Er überlebt einfach, er kommt weg mit seinem Panzer, gibt's nicht. Alter, wir brauchen auf jeden Fall mehr Panzerabwehr, Mann. Macht euch bereit! Der Feind ist jetzt bei 75 Punkten. Ja, 75 Punkte, wir haben 360. Am Anfang waren wir RIP, jetzt ist geil. Den zwei Panzer. Mach den Eingang jetzt hier zu. Alter, da stehen drei Panzer, Mann. Vier Panzer, fünf Panzer. Die haben fünf Panzer da oben. An dem oberen Stern. Wir brauchen mehr Panzerabwehr, Mann. Welcher Trupp kann denn Granaten tragen, Alter? Oh, shit, ah, shit. Hauptmänner sind mit Bazookas bewaffnet. Die Crowds haben noch 25 Punkte. Zeigt ihnen.
Na gut, die haben nur noch 25 Punkte. Ein kleiner Panzer, rennen, rennen, Alter. Rennen raus im Rückwärtsgang. Feinde überrennen eine unserer Stellungen. Nein, der ist RIP. Der Gauss, Leute, der schlecht aus. Kommt, man kann Sinn. Rennt. Meine Mörserstellung da oben ist halt übelst okay, ne? Die sind bei mir gar nicht mehr hingekommen. Oh Gott. Ah, okay, wollte gerade sagen, ich hab einen Lag. Sieg! Gewonnen! Die Deutschen wurden besiegt! Nice! Nice, halbe Stunde, Alter. So, jetzt gucken wir uns mal eben die Statistik an, aber ich denke mal, der ziemlich war wesentlich besser, weil ich mal versucht habe, mehr Strukturen in mein Game reinzukriegen. Nö, ich habe nur abgewehrt. Also ich hatte nur eine Mörser-Einheiten, ne? Ja, ich gut. Kann nicht besser gewesen sein. Doch, doch. Aber ich habe eine Kiste bekommen, dann können wir direkt die Kiste auch noch aufmachen. Ich habe einen Kommandant bekommen. Schwere Kavallerie-Kompanie. Oh, die ist Schützenfeldverteidigung, Nebelbarriere, außerhalb der Garte. Ranger? Ranger sind eine hervorragende ausgebildete Elite-Einheit mit dem Schwerpunkten Zielkunst. Die sollen nicht Kunst machen, die sollen Krieg führen. Frontangriffe, okay. Waffenverbündete, Infanterie und Fahrzeuge in der Nähe kooperieren miteinander, um gegenseitig ihre Effektivität zu verbessern. Und schwerer Panzer M26 Freezing können auf dem Schlachtfeld aufgestellt werden. Diese Einheit ist effektiv gegen alle Ziele. Ja, geil, Alter. Oh, nice. Okay, Match beenden. Ja, sehr schön. So, jetzt können wir die Statistik noch sehen, ne? Ja, okay, du hast... Hab ich mehr? Wobei, ich rein. Ich bin gerade sichtlich verwundert, ne? Ja? War ich gut? Also, ich habe eigentlich nur versucht, jetzt so mehr oder weniger wirklich auf Strategiebasis mir immer abzugucken, was der Feind hat und was ich dann dagegen bauen kann. Und die strategisch. Alles reingesetzt, laut Statistik. Zu verteilen. Alles in den Sand gesetzt. Wie, alles in den Sand gesetzt? What? Guck die Statistik. Ich habe versucht, die bei mir steht noch bitte warten. Na, und dann habe ich halt versucht, Dings zu bauen. Die Punkte auszubauen, also siehst du ziemlich, was wesentlich besser. Getötete Einheiten habe ich 37. Verlorene Einheiten 100. Wow. 100, Alter. Aber 9 erobert. Ja, das ist gut. Ja, gut, ich habe halt 16, viele. Alter. Ich habe halt viele kleine immer gebaut, ne, und die dann meistens nur an den Punkten stehen gelassen. Verursachten Schaden war wenig. Ja, habe ich ja gesagt. Aber wie gesagt, ich habe halt versucht, strategisch zu bauen und nicht einfach reinzuballern wie du. Ja, ich habe halt einfach nur einen Mörserpunkt gebaut und hab da alles einfach reingeböllert aufs Schlachtfeld. Na egal, Leute. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und wie gesagt, wenn ihr Bock habt auf mehr Company of Heroes und ich mich da ein bisschen mehr noch mit beschäftigen soll, mehr mich da reinfuchsen soll mit der strategischen Tiefe auch, dann schreibt mir einfach einen Kommentar oder lasst einen Like am Start, damit ich Bescheid weiß, dass wir dann davon mal ein bisschen was mehr machen. Und ja, Leute. Ich bin gespannt, wie es bei euch ankommt und bedanke mich nochmal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.